Viele denken, agiles Vorgehen bei IT-Vorhaben im öffentlichen Sektor, das geht nicht. Da sind wir bei Capgemini anderer Meinung. Auch wenn das Thema für viele Behörden noch neu ist, wir denken, dass agiles Vorgehen gerade im öffentlichen Sektor sinnvoll ist und haben einige Vertreter und Vertreterinnen aus dem öffentlichen Sektor mit verschiedenen, teils provokativen Thesen zu dem Thema konfrontiert. Hier die interessantesten Antworten. Neues Programm. Agile Verwaltung ab 2030? Nein. Früher. Jetzt. Sofort. Ist zu spät. Vieles läuft auch schon, aber wenn wir den digitalen Wandel gestalten wollen, dann brauchen wir agile Arbeitsweisen. Wir arbeiten hybrid. Das reicht doch. Ja, eigentlich schon. Hybridarbeiten ist schon manchmal ein bisschen blöd. Ganz wird es sich nicht vermeiden lassen. Und je weniger Hybrid, desto besser könnte es sein. Agiles Vorgehen. Eine Lösung auch bei vielen Stakeholdern? Ja, gerade bei vielen Stakeholdern. Also agiles Vorgehen ist egal wie viele Stakeholder. Und Nutzer sind immer die Stakeholder. Und der Bundesverwaltung, wo wir im Zweifelsfall 80 Millionen Nutzer haben, sollte man agil vorgehen und die auch mit einbeziehen in diesen Prozess und nicht an den Nutzern vorbei entwickeln. Weil ich glaube, dass Teamarbeit und Projektstrukturen in Teamarbeit auch unter Unternehmensgrenzen, vielleicht sogar Verwaltungsgrenzen hinweg, eine der Zukunftsherausforderungen unserer Gesellschaft ist. Auf jeden Fall, weil wenn die einen agil arbeiten müssen, ist zwangsläufig auch die anderen tun. Ich rede auch über klassische Bereiche wie IT-Beschaffung. Seit das Hype haben doch viele erkannt, dass das Mindset gut zu ändern ist und dann auch viel mehr Spaß macht zu arbeiten. Wir arbeiten agil. Bei uns dauert ein Sprint 6 Monate. Unsere Entwicklungsmethoden fußen sehr auf den agilen Entwicklungskonzepten, die es möglich machen, innerhalb von 2-3 Tagen einen Prozess der Verwaltung digital in einen automatischen Prozess zu überführen. Und diese Entwicklungsmethode führt die Verwaltung natürlich dazu, einerseits Kosten zu sparen, andererseits auch ihre eigene Agilität nach vorn zu treiben, indem sie viel schneller Projekte umsetzen können, als das bisher möglich war. Agil wird doch nur als Vorwand verwendet, damit man nichts mehr planen muss. Ein Stückchen Wahrheit dran. Das ist sicherlich so, allerdings ist natürlich sind die Planungsergebnisse auch relativ ergebnisoffen. Aber natürlich ist Agilität auch ein Stück weit ein Modebegriff für das, was wir immer schon hatten, nämlich flexible Arbeitsorganisationen. Naja, das ist so dieses Durchwursteln und inkrementell, sagt man ja auch, wenn man eigentlich nicht vorbei rankommt. Aber nee, ich glaube nicht. Also die damit arbeiten, die meinen das schon auch ernst und das ist auch gut so. Gottes Willen. Agil heißt nicht planlos. Das ist ein total häufiges Missverständnis, dass man bei agilem Vorgehen nichts planen müsste und dass agil auch automatisch chaotisch wäre. Das stimmt überhaupt nicht. Auch bei einem agilen Vorgehen muss man sehr viel planen. Man plant halt nicht einen Zeithorizont von 5 Jahren, sondern man plant das, was man auch irgendwie abschätzen kann zeitlich und geht darauf basierend vor. Ich glaube, wenn wir über moderne Behörden heute reden, dann ist Agilität eine Haltungsfrage. Das betrifft nicht nur Verwaltung, sondern alle möglichen Organisationen. Die fragen sich zu selten nach dem Warum Agilität. Und Agilität ist dann häufig für Organisationen meines Eindrucks nach irgendwie so ein vermeintlicher Heilsbringer für Überforderungen mit den Projekten, wo eigentlich ein ordentliches Projektportfolio-Management, Programmmanagement viel sinnvoller wäre als Agilität. Denn Agilität hilft in komplexen Umfeldern, nicht in komplizierten. Und häufig haben wir die Probleme im Komplizierten. Agil ist sowas von durchgeplant, weil man in unheimlich kleinen Schritten plant. Das ist wesentlich planvoller als alle anderen Frameworks. Würden alle Behörden agil arbeiten, könnte ich alles mit dem Smartphone erledigen. Das wäre doch eine tolle Sache, die ich auf jeden Fall befürworten würde. Glaube ich nicht. Da glaube ich nicht dran. Ich glaube, das eine geht auch ohne das andere. Das glaube ich nicht, weil Face-to-Face schon auch noch weiter eine wichtige Ressource bleibt. Absolut. Nee. Doch. Weil das agile Arbeiten hat erstmal gar nichts mit der Digitalisierung zu tun. Ich kann auch jeden analogen Prozess agil durchführen und dann haben wir halt gar nichts mit Digitalisierung erledigt. Also insofern, nee. Doch, ich könnte agiler arbeiten, wenn alle Behörden agil arbeiten. Genau, also ist eine häufig verkannt. Agilität hat nichts mit Digitalisierung erstmal zu tun, das muss man herstellen. Je planmäßiger Menschen vorgehen, desto wirksamer trifft sie der Zufall. Einen Plan zu haben ist immer gut,
Ich glaube, gerade in der Unsicherheit hilft der Plan und dann entstehen auch Zufälle gezielter. Wer nicht plant, wird auf alle Fälle keinen Erfolg haben. Wer plant, kann durchaus mal Misserfolg erleiden, aber den kann man durch eine Planung natürlich schneller wieder ausbügeln. Wenn wir ein Projekt realisieren oder eine Aufgabe umsetzen wollen, dass wir uns immer parat halten für das, was zufällig passiert, was Neues passiert. Und das muss von vornherein mitgedacht werden und dafür muss auch Raum da sein. Und das müssen wir als Verwaltung ein Stück weit lernen, weil dazu gehört natürlich auch Fehler machen, zu lernen, Lernkultur zu etablieren. Und wir machen ja keine Fehler, um Fehler zu machen, sondern um daraus etwas zu ziehen. Und da spielt oft der Zufall mit rein und deswegen finde ich das ein gutes Zitat. Wenn Sie Ihre Projektvorhaben agil durchführen oder von klassisch auf agil umstellen wollen, hat Capgemini maßgeschneiderte Lösungen für Ihre agile Transformation. Dabei unterstützen wir Ihre Projektmitarbeiter im selbstständigen Umgang mit agilen Methoden, von der Schulung bis zur Zertifizierung. Und wir helfen Ihnen, in Ihrer Organisation den dafür notwendigen Kulturwandel und die Einstellung zu agilen Vorgehensweisen voranzutreiben. Besuchen Sie uns auf unserer Website und lesen Sie unsere Beiträge, Best Practices und Angebote zum Thema Agilität in der öffentlichen Verwaltung oder kontaktieren Sie unsere Experten.